Die Fuhrtour der Hoffnung ist eine Benefizradtour, die seit 1996 in Rheinland-Pfalz unterwegs ist. Unser Ziel ist es, Geld für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. Vom Vordermann, gemeinsam für die Kids. Und falls ein Berg zu mächtig wird, erheben wir uns aus dem See. In vielen Gebieten von Rheinland-Pfalz durften wir schon aktiv sein. Geben wir jetzt wieder Gas. Ein Kraftakt, keine Frage. Dennoch macht es riesen Spaß. Für die Kinder etwas Gutes tun, ist der Grund, der uns antreibt. Also schließ dich an und sei dabei für einen guten Zweck. Heute Vortour der Hoffnung und morgen Kaffee oder Tee? Ist, finde ich, beides gleich wichtig und es ist ein total schönes Gefühl, dabei sein zu dürfen bei dieser Vortour der Hoffnung, weil hier so viele tolle Menschen zusammenkommen, die einfach Lust haben, anderen Menschen zu helfen. Und wenn wir hier durch Mainz radeln und ich mit beobachte, wie viele Mainzer diese kleine Sau jetzt schon voll gemacht haben, dann bin ich total glücklich, weil alle sagen, es gibt Kinder, denen geholfen werden muss. Und da bin ich gerne ein Teil davon und hoffe, dass wir in diesem Jahr genauso erfolgreich sind wie im letzten Jahr und werde morgen mit der gleichen Begeisterung dann auch wieder Kaffee oder Tee moderieren. Für die Vortour der Hoffnung geben wir jetzt wieder Gas. Ein Kraftakt, keine Frage, dennoch macht es riesen. Die Vortour der Hoffnung ist für mich ein grandioses Beispiel dafür, was man in einer tollen Gemeinschaft mit viel Spaß erreichen kann. Die Vortour der Hoffnung ist für mich ein fester Bestandteil in meinem Terminkalender jedes Jahr, weil ich die Sache so sehr gern unterstütze und auch in Zukunft immer noch machen werde. Die Vortour der Hoffnung sind für mich die drei emotionalsten, schönsten Tage des Jahres mit Freunden zusammen, große Ziele für kranke Kinder zu erreichen. Die Vortour der Hoffnung ist für mich eine Sache, die ich niemals vermissen möchte. Die Vortour der Hoffnung ist für mich ein Highlight jedes Jahr, weil ich glaube, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, mit so viel Spaß so viel Gutes zu tun. Die Vortour der Hoffnung ist für mich echt Freude, Spaß, aber das ist auch einfach das gute Gefühl, in einem Team voller Freunde ja für Kinder was Gutes zu tun. Die Vortour der Hoffnung ist für mich ein fester Bestandteil in meinem Kalender. In jedem Jahr, da wird auch der Urlaub verschoben. Denn die Vortour der Hoffnung ist Spaß, ist Gemeinschaft, ist Vorfreude wieder auf die Teilnehmer und vor allen Dingen hält es einen fit und das für einen guten Zweck. Also die Vortour der Hoffnung ist ein Muss. Die jeweiligen Spendensummen haben in den zurückliegenden 22 Jahren eine beachtliche Entwicklung genommen. Für einen guten Zweck. Damit hat alleine die Vortour der Hoffnung in diesem Zeitraum ihres Bestehens rund 3,7 Millionen Euro an Spendengeldern erbracht. Wie wichtig ist für euch in Trier für eure Arbeit die Vortour der Hoffnung?
Die Foto der Hoffnung ist Gold wert für uns. Zum einen hat sie uns geholfen, in den Jahren unser Nachsorgezentrum Villa Kunterbund mit Leben zu füllen. Dort sind verschiedene Professionen tätig, die chronisch kranke und krebskranke Kinder, schwerkranke Kinder, stationär, aber auch nachstationär in der Nachsorge unterstützen. Und zum anderen sind wir auch sehr froh, dass wir mit euren Spenden, mit dem Geld, das ihr für uns erradelt, in der Lage sind, eine Erzieherin zu finanzieren, die die krebskranken Kinder auf der Station beschäftigt, mit ihnen spielt, Dinge bastelt, die Familien dadurch entlastet. Wir haben eine Menge von Spielmaterialien anschaffen können. Wir haben ein Spielzimmer gestalten können durch Spenden, die unter anderem durch die Foto der Hoffnung hereinkommen. Und das ist ganz wichtig, weil solche Dinge, die das Leben für die von der Krebserkrankung und der chronischen Erkrankung betroffenen Familien leichter machen, werden halt von den gängigen Kostenträgern im Gesundheitssystem nicht bezahlt, und da sind wir auf Spenden angewiesen. Mit vielen Unterstützern und Helfern sind wir unterwegs und sammeln Spenden für den guten Zweck. Markus, deine zweite Teilnahme bei der Foto der Hoffnung. Was bedeutet die Foto für dich? Das ist tatsächlich eine ganz tolle Truppe, die da Jahr für Jahr zusammenkommt, organisiert von Jürgen Grünwald. Also ich bin vor 2 Jahren zum ersten Mal dazugekommen, wusste ganz ehrlich nicht, was mich da erwartet. Wusste nur Rennrad, und ich wusste, wir rollen für krebskranke Kinder. Und das war so eine Magie, die von dieser Gruppe rauskam, dass ich gesagt habe, ich muss dabei sein. Letztes Jahr dann mein Umzug, von daher bin ich dieses Jahr nun 2 Tage mit dabei. Und es geht so ein Spirit von dieser Gruppe aus, dass ich einfach froh bin, dass ich Teil davon sein kann. Denn es stimmt tatsächlich, dass ein gesundes Kind 1000 Wünsche hat, aber ein krankes Kind nur einen Wunsch, und das heißt gesund werden. Dann bin ich einfach stolz, dass ich Teil auch von dieser Vortour der Hoffnung sein darf, und bin auch froh, Teil zu sein. Zusammen mit der Tour der Hoffnung, die bundesweit aktiv ist, haben wir im Jahre 2017 einen Betrag von rund 2,3 Millionen Euro zusammenbekommen. Allein die Vortour hat zu diesem fantastischen Erfolg mit über 590.000 Euro beigetragen. Diana, ergänzen wir bitte den Satz: Die Foto der Hoffnung ist für mich eine große Familie, die alle das gleiche Ziel haben, Menschen, ja, die nicht auf der Sonnenseite stehen, einfach das Leben ein bisschen leichter zu machen, zu helfen. Und vielleicht bekommt man es irgendwann mal hin, dass Krebs einfach kein Thema mehr ist. Ein ganz wichtiger Bestandteil meines sportlichen, sozialen Lebens mit meinen Freunden, beeinträchtigten und behinderten Menschen, vor allen Dingen jungen Menschen, zu helfen. Der ehemalige Oberarzt des Kemperhofs in Koblenz, Dr. Rudolf Ferrari, erklärt die Motivation und die Beweggründe der Vortourradler. Liebe Helfer, warum radelt ihr? Für die Familien stürzen die Welten ein, wenn wir die Diagnose einer bösartigen Erkrankung stellen müssen. Bis gestern war alles gut, und jetzt müssen sich die Eltern, die Großeltern, der Patient und die Geschwister auf
lange Zeiten im Krankenhaus, große Operationen, Chemotherapie, Schmerzen, Übelkeit, Haarausfall einstellen. Am Anfang ist es wie ein böser Film, man glaubt, es stimmt nicht, morgen wache ich auf und es kommt einer und sagt, Edge, das war alles ein böser Traum. Darum radeln wir und darum brauchen wir Ihre Hilfe, damit wir mit vielen Helfern das soziale Umfeld gut und optimal bestellen können, um diese Schocksituation, diese Ratlosigkeit, diese Hilflosigkeit der Eltern am Anfang auffangen zu können. Liebe Ellen, ergänzen wir bitte den Satz, die Vortour der Hoffnung ist für mich eine völlig neue Erfahrung, obwohl ich seit 2009 bei der Haupttour der Hoffnung mit dabei bin, bin aber zum ersten Mal jetzt bei der Vortour dabei und muss sagen, dass das eine sehr familiäre und sehr intime und total offene und wunderbare Gemeinschaft ist und ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und wofür werden die Spenden verwendet? Vor rund 30 Jahren hatten Kinder, die an Leukämie erkrankt waren, eine Heilungschance von etwa 60%. Heute ist diese Chance auf etwa 86% gestiegen. Wissenschaftler und Ärzte arbeiten sehr intensiv daran, die Ursachen dieser schlimmen Erkrankungen zu finden. Die staatliche Finanzierung für diese Forschungen reicht allein nicht aus. Es wird mehr Geld benötigt, um verstärkte Anstrengungen in der Krebsforschung zu unterstützen, für neue Behandlungskonzepte und für die pflegerische und psychosoziale Betreuung krebskranker Kinder. Für diese Ziele rollt die Vortour der Hoffnung durch Rheinland-Pfalz. Die Vortour der Hoffnung wird von zahlreichen Organisationen, Gruppierungen und vielen Einzelpersonen unterstützt, darunter auch viele Prominente, die auch schon im Video zu Wort kamen. Einen weiteren kleinen Teil unserer prominenten Vortour-Botschafter sehen Sie hier. Hendrik, ihr habt selber leidvolle Erfahrungen in der Familie mit dem Krebs gemacht. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die Vortour der Hoffnung für dich? Von ganz zentraler Bedeutung, weil ich weiß, wie wichtig diese Arbeit der Vortour ist. Mit der Haupttour ist Unglaubliches geleistet worden im Bereich der Forschung, dass viel mehr Kinder heute geheilt werden können, aber insbesondere die Familien unterstützt werden können. Ich glaube, ein Außenstehender kann kaum nachvollziehen, was es bedeutet, wenn die Familie Nachricht erhält, dass ihr Kind an einer Krebserkrankung erkrankt ist, dann bricht das Familienleben zusammen. Es gibt nur einen Wunsch, dass das Kind gesund ist. Aber vieles muss organisiert werden, Geschwisterkinder. Häufig fällt ein Ernährer in der Familie aus. Er kann nicht weiterarbeiten, weil das Kind betreut werden muss. Und da ist es so segensreich, dass es die Unterstützung der Vortour der Hoffnung gibt, dass Elternhäuser finanziert werden können, dass Kindergärtnerinnen finanziert werden können, dass Selbsthilfegruppen ihre Arbeit leisten können. All das wird von der Vortour mitfinanziert. Und deswegen
können viele Familien sehr gut in die Zukunft schauen, trotz dieser furchtbaren Nachricht. Ich bin sehr, sehr begeistert. Mir war natürlich auch im Vorhinein schon klar, dass die Tour der Hoffnung wirklich eine Spendenaktion ist für krebskranke Kinder. Aber ich hatte nicht wirklich eine Idee davon. Und heute habe ich das Feeling, das Flair kennengelernt, der Radler und Radlerin der Vortour. Und es ist eine ganz, ganz großartige Geschichte. Ich war sehr begeistert davon. So viele Menschen, die sich engagieren, die gerne radeln und die sich fühlen wie eine große Familie. Das ist schon toll beeindruckend. Es ist heute wirklich wunderbar, dass zum Beispiel leukämiekranke Kinder wirklich fast alle geheilt werden können. Und dieser Fortschritt ist nur möglich, weil zum Beispiel die Tour der Hoffnung investiert in Durchspendengelder, in Forschung, aber auch in die Kliniken, dass das Geld direkt ankommt. Das ist ein großer Dienst für die Kinder, die betroffen sind, aber auch für die Eltern. Insofern ist es einfach auch ein ganz, ganz toller, wunderschöner Zweck, für den geradelt wird. Ja, im letzten Jahr waren es 428.000, wenn ich es noch recht im Kopf habe. Und dieses Jahr 590.731,80. Ein super Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch und ein recht herzliches Dankeschön an alle, die geholfen haben. Wir brauchen auch weiterhin Unterstützung und Hilfe, unter anderem, indem sich möglichst viele Orte bereit erklären, die Vortourradler als Stopport zu empfangen und gemeinsam mit uns für die gute Sache aktiv zu werden. Zwar ist schon einiges im Kampf gegen den Krebs erreicht, aber dennoch gibt es noch viel zu tun. Für diejenigen, die sich bereit erklären, für die Vortour einen Stopp auszurichten, gibt es ausführliche Informationen in gedruckter Form. Detaillierte Auskünfte geben Ihnen gerne Jürgen Grünwald, Raimund Wittlich, Hans-Josef Bracht und Edgar Steinborn. Alle vier sind für die Organisation der Vortour in diesem Jahr verantwortlich und helfen Ihnen bei Fragen und Problemen gerne weiter. Die Welt mit Kinderaugen sehen, weil große Menschen nie verstehen, dass Wünsche in Erfüllung.